Vielleicht sollte ich auch mal sagen, herzlich willkommen übrigens zurück zu meinem Battle Brothers Let's Play. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit den Leuten mache. Ehrlich gesagt, bin mir absolut nicht sicher. Ob ich unseren Sohn jetzt als Stunner lasse, weil er halt echt gut hittet und noch ein bisschen Hitchance kriegt eigentlich. Und ob ich den jetzt als Range Dude lasse oder ob ich dem eine andere Waffe gebe. Puff. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt, wir haben glaube ich keinen Auftrag mehr. Wir haben uns das Salz hier geklaut. Wir haben nur 6 Tage Rationen. Ich habe gerade schon ein bisschen hier im Stash die Sachen zum Reparieren vorgesehen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück nach Sandstadt und gucken mal, was da abgeht. Entweder gibt es hier eine Trading-Karawane, weil da unten halt Salz ist, ne? Und wir sind an Tag 29. So. Yo, what? Das ist für mich fein, aber das ist einfach 130 für den kleinen Weg. Yo, what? Und hier gibt's Paint Sets. Finde ich eigentlich ganz geil. Die gönnt. Nein, 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 nein! Ich will doch kein Paint Remove. Ja, das rutscht ja nach. Naja, ich habe zu viel geklickt. Ja, scheiße. So, Jean, Ricky. Ricky kriegt auf jeden Fall einen. Ja, und eigentlich noch Xan. Ja, zack. Oh, Paint Remover. Ich verkackt. Ja. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So, wir haben Ausrüstung 70er. Wir brauchen eigentlich noch 80er. Wäre noch ein bisschen. Bei manchen noch Upgrade. Hier zum Beispiel auch. Die es hier gerade gibt. 200. So, jetzt haben wir den Salz gebracht. Ich weiß nicht wirklich, ob ich die Farben hier irgendwo hinbringen kann, sinnvoll. Gilbert Caravan Hand. Wir könnten den tryouten, jetzt gucken, ob er gut ist, aber eigentlich. Sind Caravan Hand gute? Die können ganz okay Base Stats haben, oder? Ja, würde ich schon sagen. Initiative von 100 bis 110 ist halt so viel besser. Hat einer bei uns so eine niedrige Initiative? 74, was sind du? 63 Ini. Hä? Achso, wegen Armor. Ja, vergiss es. Der hat gar nicht so wenig Ini. Ha! Dann könnte man ihm tatsächlich, glaube ich, noch den Nimble Tank geben. Also den Nimble Perk. Dodge. Und sie die leichtere Rüstung anziehen. Und dann brauchen wir halt eine Zweihandwaffe, würde ich sagen. Die haben wir halt noch nicht. Ja. Erstmal gönne ich unseren Leuten einen Drink. Tempel, da könnten wir Xili behandeln. 2 bis 5 Tage. Ja, wäre mir schon ganz lieb, dass der ein bisschen eher da ist. So, dann haben wir hier einen Armorer. Minus 10, minus 8. Minus 8 und minus 7. Das ist so die Kombination, die man spielen könnte. Oh. 130, 120. What? Minus 7, minus 5? Der Saddle Helmet ist viel geiler als das. Deswegen ist er auch teurer. Weil er weniger. Der kriegt keinen. Kein Vision-Abzug. Und macht weniger Fatigue. Das ist ziemlich insane. Das wird Spoil in einem Tag. Verkaufen wir das mal noch. Das gibt einfach Durability Plus. Irgendwann wäre das schon mal geil. Hier wird für 18 oder sowas verkauft.
könnte man schon mal hier so ein Hookblade verkaufen. Also hier habe ich echt gute Preise. Gute Preise, ne? Gute Besserung und so. In der Stadt. Hier haben wir den ersten Dreierauftrag. Da muss was holen, ne? 820, 200. Need to pay more for this. Okay, I accept the offer. Follow the tracks. Return Crystal. Skalte Sandstadt. Wollen wir mal kurz was gucken. In Sandstadt, wir hatten doch hier Relations. Wie weit sind wir denn in Sandstadt? Sind wir gar nicht so weit. Ups. Upsi. Meistens sind wir in Bergau friendly. I had to find the Hill People Tomb. Und Westernholz. Oh. Oh, 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 oh. Of your man caused havoc in town. Ja, das Gelbstadt fand das nicht so witzig. Ansonsten, bei denen haben wir, glaube ich, einfach mal verkackt irgendwann den Auftrag. Der Native ist noch nur ein Stern. I'm all ears. Ist ein Cargo. 260 in Stun. Accept your offer. Erzfeste. Ein Tag nach dem Norden. Wollen wir da einfach mal das hier mitnehmen und Erzfeste machen? Grave Robber. Ich weiß nicht, ob ich einen Grave Robber wirklich haben will in meiner Company. Trivia, how easily a man abrogated by death can be acquired by mere grave robbering. Raised by an abusive mother, Oswald found happier coordinates with the dead than the living. He's not right in the head, but maybe he's right with a sword in hand. Maybe. Also, der Text gibt ja schon einen Hinweis, dass das nicht so geil ist, den zu haben. Und ich kann nicht stehen heute. Ich hab's irgendwie mit dem Rücken. Den letzten Tag, ich muss wieder Sport machen gehen. Ich muss mal wieder Sport machen gehen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die Kerne ein bisschen einstellen. Vor allem ist jetzt wieder heller geworden. Ich smart ass. Ich smart ass. Muss ich da hin und hier ein bisschen heller, so ungefähr. Würde ich sagen, passt eigentlich ganz gut. So. Ja, so ein Grave Robber will ich, glaube ich, nicht haben, wenn vor allen Dingen in Caravan Hand nicht so viel teurer ist. Hier ist ein Anatomist dabei. Die sind, glaube ich, ganz geil eigentlich. Ein Brawler. Kann halt bis 64 Melee-Skill haben. Die Anatomisten sind schon bessere Dudes. Ich will mal tryouten. Boah. Niedrige HP. Lucky. Any attacker require 2 success attack rolls in order to hit. Swift range defense. Nee, da sehe ich mich irgendwie nicht bei Gerhard. Bei Gerhard sehe ich mich nicht. Der wäre was. Der hat halt nur hier und Resolve. Nee. Tryout, HP, Resolve. Der ist doch einfach ein Battle-Harden-Tank, oder? Einfach richtig fett Rüstung und dann ab und zu mal PXPX, Motherfucker. Der hat nämlich auch jetzt schon 5 Melee-Defense. Ich kann mir das gerade nicht leisten, den mitzunehmen, glaube ich. Nee, nee. Ganz begeistert bin ich von dem nicht. Ganz begeistert bin ich von dem. Achso, was hat er hier? Minus 10 Resolve. Craven. Run for. Ja, nee, vergiss es. Nee, nee. Dann ist er. Kannst du ihn gar nicht vorne hinstellen. So, wir nehmen jetzt mal hier eins davon mit. Und wir machen die Escort-Mission. Let's go. Muss ich ein bisschen gucken, wann Xelis Bein fertig ist.
So, ich glaube, nach Gelbstadt kommen wir gar nicht, ne? Gucken nicht, ob ich dann. What? While taking inventory last night, John had a little too much to drink and ended up losing a wooden shield. No! You've had him brought to you and the man swaying on his feet still reeks of alcohol. He hiccups as he tries to explain himself, but the best he can do is collapse to the ground in a drunken heap. The man laughs and laughs, but you see nothing funny about this. Ricky, who knows, asks what you want to do with him. Ich glaube, vergeben, John, können wir dir das nicht ganz. Du hast Stuff verloren. Ja, aber ihn auspeitschen ist Quatsch. Ich würde die Mitte nehmen. Der muss bestraft werden für den Scheiß, deswegen macht er die Latrine sauber für einen Monat. You grab a shovel, a bucket and a crusty bit of wool wrapped around a stick. Latrine duty 1 month. The drunkard looks at you with wide eyes, making something of a pledge. Sir, please, I hick down the man, sir, they hick. You hold your hands up, stopping him. The man sways as he tries to stand straight, cracking your knuckles. You explain the other option. You do not wish to have these duties, then we can expedite your punishment by the whip. Which would you prefer? Amazing, the drunkard actually spends a few moments thinking it over, his eyebrows rising and falling and grimace parting from side of his mouth to the other with a stream of realization that there's no way out of it. Finally, he submits to the smellier of the two options. Quite shocked to see the choice even took any time at all, you begin to wonder just how bad the company's diet has gotten. Okay. Wir haben unser Schild verloren. Machen wir kurz die auch zum Reparieren. Einfach nur, weil sie einen ganz guten Anhaltspunkt geben. Ja, Brigands. Mit Marksman und Thugs. Aber wollten die angreifen? Die wollten, glaube ich, keiner von uns wirklich angreifen, weil wir gerade zu sehr aneinander waren. Zu sehr zusammen. Das ist natürlich so optimal gewesen. Da haben wir wieder einfach Geld für nichts tun gekriegt. So. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Also, wir würden hier 20 Miese machen beim Verkauf. Und hier gibt's nicht mal Handelsgüter. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Ich meine, hier gibt es jede Menge Leute. Disown Noble. Der wäre echt günstig. Achso, den habe ich sogar schon. Brave und Survival, den habe ich sogar schon gecheckt. Ja, aber der hat so niedriges Resolve, das ist das Problem gewesen. Der kann eigentlich nicht fighten. So, hier kriegen wir aber keine Sachen her, keine. Aber ich glaube, der Preis wird nur schlechter. Also wir müssen bei dem schon deutlich mehr Richtung 400 gehen, um die Farben zu kaufen oder zu verkaufen. Weil ich meine, die haben sogar gerade 10% höhere Preise. Weg damit. Das hat nicht gut funktioniert. Das hat nicht gut funktioniert. Hier kommt das sogar für 85. Wir hatten ja noch jemanden ohne. Genau. So. Jetzt sind wir mal komplett ausgestattet vorne mit unserem. Ja. Tja. Jetzt die Frage: Gehen wir nach Westerholz oder nach Filzmoos? Filzmoos war, glaube ich, das Problem mit dem. Nee, Sandstein war das Problem mit dem komischen Quest. Hier gehen wir nach Filzmoos. Let's go. Der Workshop macht, glaube ich, die Tools, ne? Die wir hier holen können. Ist das hier? Hand down what terrorizes Filzmoos. Accepten wir mal. Ach so, hier. Moment, wir müssen den Tracks folgen. Bin gespannt, was das wird.
Und wohin wir laufen müssen dafür. Was? Das ist ein Werwolf oder was? Das ist nämlich hier Wolf gewesen. Hier plötzlich. Okay. Ja, engage. Some Brigand Raiders, die Direwolf. Wenn du die am Tag machst, sind's Menschen. What? Das ist ja insane. Das sind im Prinzip Werwölfe. Disguised Bandit. Aha, die haben aber keinen Bock anzugreifen. Das sind auch nur 4. Das heißt, wir gehen mal dahin. Okay. Dann musst du aufholen. Ey, die werfen einen Haufen Shit. Kann dann hier hingehen, nächste Runde und attacken. Aua! Das war suboptimal. Ja. Dann das. Ihr kommt nicht ran. Das ist natürlich doof. Hier will ich hin. Du hast keinen Abzug, weil das Schild nicht im Wege ist, ne? Oh, der war ein Kopftreffer. So juicy gewesen gegen den, ne? Schade, kein Stun. 34, 29. Der hat irgendwas besseres Shield wohl an. Schade. 38, 28. Shit, ey. Ja, diese Runde wird schießen, glaube ich, schwierig. Stop it, das Rumgewerfe. Wir shield worden. Thrusten für 49. Ach komm schon! 35, 35, ist wurscht. Jawohl, da war ein Headtreffer dabei. Schade. Schade, schade, schade. Ach shit, ey, den muss ich auf jeden Fall shield wallen jetzt. Du hast keine Fatigue zum Shield Wallen. No, Sono, nicht schon wieder. Ach, scheiße. Arm with the Shield, Shield Wall. Ich hab trotzdem mehr Hitchance auf ihn. Jawohl. Nicht treffen. Ja, 64, hau ihn weg. Muss erstmal shield worden. Ah, und wieder kein Stun. No, Solo. Ich weiß nicht warum, aber mit Sono hab ich's irgendwie. Den lasse ich häufiger mal sterben. Das ist scheiße. Der war nämlich ein ganz guter Bro mit seinem hohen Attack. Tech-Skill. Ach, scheiß. Weiß nicht warum. Und wieder ein 50er, den ich triff, oder 60 rollt. Ricky! Ach, Ricky.
Und du steckst da rein. No! Spiel, why? Why do you do this? Ey, glaub, sagt! Oh, du hast fast keine Fatigue mehr. Es ist ja irgendwie wieder wurscht, was ich mache. Ach, komm schon. Ja, der nächste, also. Nee. Nee. Was ist das denn für übel unlucky Scheiße? Erstens, sie kommen nicht ran. Witzig, sie sind getrennt. Also, sie kommen ja so oder so nicht ran. Okay, diesmal kommen sie ran. The fuck? Ich hätte wahrscheinlich einfach mit dem hier ewig drauf schießen können. Also sie kommen so weit dran, dass ich den First Hit machen kann hier. Dass ich hier hingehen kann. Xan. Und versuchen kann zu hitten zumindest. Und wir bestellen mal direkt hier. Nee, falsch. Ricky, warum hat Sono was auf die Fresse gekriegt? 105, 110. Hat Sono einfach viel weniger. Moment mal kurz. Ricky hat Melee Defense 27. Was hat denn Sono? 18. Hm. Wahrscheinlich deswegen dann. Jawoll! So ist doch viel geiler. So ist doch viel geiler, wenn die schon keinen Helm haben. Batz! Umgelatzt. So, wir gehen mal den hier hinten an. Hier müssen wir uns ein bisschen verstecken, würde ich sagen. Sonst kommt der nämlich hier rumgesprintet. Der kann nämlich noch. Deswegen gehen wir mal hier hoch. Prozent Hit verkackt auf 93. Aua. Okay, der steppt einfach mitten rein in die Leute. Ja, das ist mein 57, 37. Als ob. Ich hab halt immer 35. Aber ein Stun. Nice. Das macht einfach zwei. Macht einfach zwei Hits. Easy peasy, lemon squeezy. Jawoll. Da sehe ich mich. Ich glaube, die haben alle diese Wolfstalisman sozusagen drum. 70, Alter. 98 Sacred. Das, da müssen wir mal drüber reden. Ey. Das ist ja abartig. Also ist noch ein Stun. Ups. Da waren Stun völlig unnötig. Yes, yes, Peaks, Peaks, Motherfucker. Ich hätte die Helme gerne. Also zumindest bei dem hier. Naja. Wäre ich, glaube ich, nicht ohne Helm. Also. Ich habe nicht genug Fatigue mehr, um da was anderes zu machen. Als zweimal zuzuhauen. Jawohl, jetzt haben wir noch einen. 81er Roll 87. Ach, Sacred, 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 Sacred. Mhm. Der ist untreffbar für mich.
Der ist für mich untreffbar. Aber du musst mal durchschnaufen, Ricky. Oh shit, das war vielleicht eine dumme Idee mit dem Durchschnaufen. Ah, er läuft. War keine dumme Idee. Wir hätten aber tatsächlich auch das hier machen können. X-Pix. Ein bisschen abgestochen. Ja, diesmal hat Ricky getankt statt Sono. Ja. His armor attachment can be replaced, but will be destroyed in the process. Reduce resolve of any opponent engaged in melee by 5. Das ist ziemlich geil. Basic Mail Shirt mit dem Attachment für die Wölfe. Das ist ziemlich geil. Und gute Helme. 140er Helme. Gib mir. Back to Filzmose this. Also auf jeden Fall würden wir das reparieren. Dat. Ich weiß nicht, wie viel. 70, ne? Minus 12, minus 8, kriegt er noch 4 weniger Fatigue. Der hat schon 110er Rüstung. Der hat schon minus 12, dann kann er auch die bessere für minus 12 kriegen. Unsere Sono, wenn der immer gehittet wird. Hier, zack. Und Xan hat tatsächlich 79 hier. Dann kriegst du die andere und dann hast du noch, kriegst du die 80er. Ja, dann haben wir hier noch eine 110er zu vergeben eigentlich. Die halt minus 12 gibt. Boah. Das ist ganz geil. Achso, und die Helme haben wir ja auch noch, ne? 140er minus 9. Minus 5. Minus 5. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Fatigue wirklich schon eingehen will. Hier, du kannst wieder mit rein, ne? Xeli. Achso, Xeli könnte, der hat noch 80 Fatigue, der kann hier noch ein bisschen, der kann noch ein bisschen dicker angezogen werden, würde ich sagen. Der hat eine minus 7 vor allen Dingen, minus 9. Ist auch bei 74. Oh. Also gegen die war es gerade ganz schön heftig und es gibt minus Resolve. Das Wolfszeug. Bin noch nicht sicher, was ich hier wirklich... Ja, ich meine, bei dir, die Flail Mastery haben wir ja schon. Die ist sogar ziemlich geil. Bräuchten halt die entsprechenden Waffen dazu. Das ist echt das Problem. Aktuell. Bräuchten die entsprechenden Waffen dazu und die haben wir nicht. No longer disappearing villagers. Yay, Taverne. So. Wir brauchen 17 Tools für das Reparieren. Hier gibt es für 200 Tools. Und sie kaufen für 17%. Bin ich ganz okay. Das Ding repariere ich eh nicht, ne? Dann können wir das eigentlich auch verkaufen. Weil wir haben bessere Versionen davon. Brauchen aber gar nicht so viele. Ja, das ist nur 200 wert. Wir haben hier eine bessere Hand Axe. Eine One-Hand Axe. Deswegen wird man die auch verkaufen, denke ich. Wir haben einen besseren Dolch bekommen, sehe ich gerade. Könnte man sich noch Gedanken drüber machen. Ich glaube, das hier braucht man nicht mehr. Und das hier, glaube ich, auch eher nicht. Genauso wie die Sachen hier nicht, die so super, super billig sind.
Können einfach alles raushauen mal. Ich brauche mal nicht mehr. Ich pack mal weg. Ja, so. Das haben wir genug. Munition haben wir genug. Tools und Supplies. Wie gesagt, will ich nochmal mitnehmen, weil wir jetzt 17 verbrauchen. Fürs Reparieren. Deswegen wäre es schon ganz gut. Essen haben wir noch 4 mehr Tage. Ein Handelsgut haben die hier nicht. Wir könnten Bier kaufen. Als Ration. Brot, Fleisch kostet hier das wenigste tatsächlich. Für 25 Rationen. Spannend. Und braucht 12 Tage. Achso, das ist gepökeltes Fleisch. Oder nee, geräuchertes Fleisch. Das hält sogar sau lange. Ja, let's go. Das ist super gut. Das ist super gut. So, jetzt haben wir hier allerdings keinen Auftrag mehr. Wir haben hier einen Bowyer. Bogenmacher. How to use range weaponry they used to craft. Vagabonds are used to long travels but don't excel anything particular. Nee. Ich glaube, den will ich nicht haben. Fletcher könnte man sich überlegen, den besseren Crossbow zu kaufen. Fällt aber gerade was anderes auf. Wir haben hier noch einen schlechteren Dolch, den müssen wir noch tauschen. Alle anderen haben jetzt einen Dolch. Aber wir haben noch zwei. Ne, du hast keinen Dolch. Zwei schlechte Dolche drin. Drei schlechte Dolche jetzt. Ja, will ich den geileren Crossbow nehmen? Oh, der ist halt echt teuer, aber der würde halt mehr Damage machen. 30 bis 50, 40 bis 60, 10 mehr Damage. Und ist effektiver gegen Armor. Den anderen könnte ich den nicht für 400 verkaufen, sondern ich ihm den wegnehmen. Kann ich den für 52 verkaufen? Okay, ist nicht nennenswert. Das heißt, wenn irgendwie 8 Tage, bräuchten wir auf jeden Fall relativ bald eine neue Quest. Ja, das ist gerade ziemlich günstig. Ich würde das schon machen wollen. So, Mister hier. Jetzt haben wir einen neuen Crossbow, einen besseren. Bullet crossbow can be propelled bolts or medium distance effective even in the hands of layman, but requires almost a full turn to reload. Was beim anderen gerade anders? Nee, requires almost a full turn to reload. Ja. Ja komm, ich glaube, ich lasse dich beim Stun. Beim Mason. Wir brauchen auf jeden Fall einen Stunner. Let's go. Dann machen wir das mit dich wahrscheinlich auch bei den Ranged Weapons. Wo sind denn die? Polearm Mastery? Ja. Polearms Keeping Up. Das ist doch auch. Das hier ist doch auch ein Polearm, oder? Ja, genau. Polearm Kills have their Action Point. Skills, genau. Action Point Reduce ist super gut bei Polearms. Da kann nämlich weiterlaufen und trotzdem angreifen. Das ist super gut. So, wir müssen ein bisschen gucken wegen dem Heilen. 2 Tage, 1 Tag. Leichte Wunden. Okay, wir haben jetzt noch 8 Tage, 6 Tage Essen, 8 Tage Geld. Ja, wie ich sage, nach Gelbstadt wieder runter, oder? Wir wollen ja hier in dem Bereich. Boah. Hallo Bone Script. Die haben wir nur entdeckt, ne? Die haben wir nie weggemacht. Ich brauche noch was zu trinken, fällt mir gerade auf. Ich habe mir nichts zu trinken mitgebracht. Und wir wollen Trading Goods haben. Also bis jetzt war das Geilste hier von hier unten Salz holen und überhaupt nach oben bringen. Also das war einfach ein Schnipp, 150 plus. Im anderen war es Geld verbrennen für die Zeit, die wir noch verbracht haben. Contract available. Let's talk money. 360 Crown. Accept the offer. Secure Hollow Bone Script.
Okay. What does it pay? 300. Accept your offer. Find Toppled Watchtower along the east and somewhere around the region of Parchheim. To the east in region of Parchheim? Parchheim is here! What's your fucking problem? Das ist ja alles irgendwie Parchheim hier oben. Dann wär's hier. Also dann nehme ich glaube ich lieber Secure Hollow Bone Script. Allerdings, wie sind meine Leute noch drauf? Ja, fast full healed. Auch gut dabei von HP her, aber hier das Reparieren dauert noch einen Moment. 22 Stunden. Ja komm. Er scheint relativ einfach zu sein. Follow-up-Contract. Moment mal. So haben wir nicht gewettet. Muss mal hier unten rum. Da ist ein Untote mir einfach entgegengekommen. Geh mal hier über die Felder und so, ne? Jetzt hier zur Hollowbone-Script außenrum. Schon wieder Untote! Okay, das sind some Wiedergängers, a few armored Wiedergängers. Ich glaube, die sind halbwegs okay. Sollen die mich engagen? Das hier ist eher das Problem, weil da ist ein Necromancer dabei. Die sind immer eklig. Kommt er mir entgegen? Die Sau! Der will echt seinen Shit verteidigen, ne? 11 Undead mit einem Necromancer ist aber eklig. Machen wir es mit die Undead hier drüben, würde ich sagen. Jetzt sind wir schon ewig durch die Gegend gejuckelt. Kommt her, ihr Undead! So, engage. Oh! What? Die kommen hier nicht hoch, oder? Yo. Wir müssen Helms Klamm verteidigen, Leute. Es geht nur hier hoch. Ich würde mir gern die da unten, genau. Bewegen haben. Kann ich hier irgendwie dann hinschlagen? Mal kurz gucken. Du bist eigentlich ein Spearman. Okay, nee, hier kommt's. Hier gehen sie doch hoch. Shit. Also, sie kommen hier hoch. Wir kommen so ziemlich shit hier hoch. Also, hier, oder? Da ist doch ein Aufgang. Hier, hier, hier. Ja, ja, sie kommen hoch. Aber sie teilen sich halt. Einer Teil oben rum und Teil unten rum. Das heißt, wir müssen hier eigentlich durchjuckeln. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Shit zugestellt. Okay, da ist noch erhöht. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht vorlaufen. Mit dem eigentlich auch nicht. Mit dem auch nicht. Wo war das mal? Ich brauche mal hier vorne. Kann ich die von oben angreifen? Doch bestimmt, oder? Du wartest noch mal kurz. Die können mich anscheinend nicht angreifen, wenn ich zwei über den bin. Ich kann sie nicht angreifen, wenn ich zwei über ihn bin. Okay. Dann hier hin. Willst du noch warten? Du kannst nicht mehr warten, ne? Ja. Line of Fire blocked. Bei wem denn?
43, 44. Der wird auf jeden Fall nicht weiter rein, glaube ich. Ja, und er kann nicht angreifen. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Schade. Ja, du kannst das auch nicht angreifen. Dann musst du jetzt hier hoch und da zu verteidigen. Ja. Dann Shield holst du einfach nur mal, weil die kommen jetzt, glaube ich, ran. Nice, Ben. So will ich das sehen. Du wartest. Du gehst hier ran und piekst den mal. Ach, ich dachte, komm, was bist du denn jetzt? Hey, nicht zubeißen. Pieks. Okay, ja, dann müssen wir mit Xan hier runtergehen und hier schlitzen, würde ich sagen. Au! Komm schon, Kopftreffer. Noch ein Kopftreffer. Jawohl. Ich habe ja leider nicht mehr den Schritt nach vorne, um dazu zu machen. Du musst mal ausruhen. Hate Disadvantage ist natürlich blöd, aber 74 ist immer noch ganz okay. Schade. Erstmal weggestunt. Sau. Bin auch noch weggestunt. Geil, so nur stun einfach zwei Leute. Finde ich gut. 95, jawohl. Weg mit dir. Wegschieben kann ich nicht. Dass ich nicht nach unten pieksen kann, so zwei Ebenen. Nur eine Ebene, das ist ganz schön gemein hier. Das habe ich mir jetzt alles nicht vorgestellt. Du Shield Wallest mal. Weil die werden, einer von denen wird auf jeden Fall ransteppen. Und dann wartest du. Du stichst ab. Er ist noch gestunt. Machen wir den mal klein, wa? Nicht zuhauen. Nicht frech. Aua! Was war denn das für ein Hit? Eine 14er Chance, hat eine 10 gerollt. Arschkeks. Arschkekso. 95, 95. Das ist auch ziemlich wurscht, wen zuerst, ne? Also auf Xili brauchen wir irgendwann noch das Recover. Sonst wird das problematisch. Boys. Peaks, peaks, Motherfucker. Bin ich irgendwie dagegen, dass du mich hier einfach so komplett hops nehmen willst? Okay, haben wir das mal geklärt. Hier war es, ne? 88, sehr schön. Wir haben halt den Action-Vorteil. Zweimal attacken können mit genug Recover. Er kann halt nur noch pieksen. Schade. Hat nicht ganz gereicht, würde ich. Ach komm. Ja, jetzt stehen die ersten wieder auf, oder was? Ach. Weg mit dir.
bleib mal unten. Jawoll. Hat das hier erstmal theoretisch geklärt. Whack-a-Mow. Wenn ich da runtergehe, kann ich nicht mehr attacken. Aber dann lasse ich das lieber. Und wir gehen mal hier rum. Aufgeschlitzt von Xan. Haben wir noch einen Gegner. Du bleibst schon mal da oben, für den Fall, dass da oben Dinge passieren. Und Xeli kann halt eine Runde pieksen. Genau, ich dachte mir doch, dass da oben gleich wieder jemand steht. Das war doch zu erwarten gewesen. So, 95er. Du wartest kurz, damit hier Platz wird. Stunt, sehr schön, damit du hier keinen Quatsch machst. Peaks. Bam. Bam. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder hier hoch. Oh, wir potenzielle Unterstützung. Weggepailed. Du kannst einfach mal bleiben. Du kannst auch mal immer bleiben. Auch nicht mal wieder hier hin. Oh, schade. Du kannst auch mal ausruhen. Hast dir noch gemacht, my friend. X. Ja, doch, das mit dem Powerarm und mehr laufen können ist schon geil. Ah, das gab einfach nur ein bisschen Basic Loot. Und XP halt vor allen Dingen. Gab für jeden ein bisschen XP. Also, wir haben wenig Verletzung gekriegt. So, jetzt aber ein bisschen die andere Frage, wie wir da rankommen. Alter, wir wollen eigentlich nicht zu dem scheiß Undead Dude, mit dem scheiß Necromancer. Das ist gerne geklärt, ohne den Necromancer zu haben. Geh weg. Du Arms! Ich hoffe, es ist noch nicht Nacht. What? Okay. Das habe ich nicht erwartet. What? Wieso? Aber die haben Range, Dude. Die haben hier einen Rangy. Okay. Irritiert mich so hart, warum ich jetzt... Gegen sowas kann ich wirklich nicht hier glaube ich, gern drin kämpfen, damit die hier so reinlaufen und ich dann hier so bam bam. Eigentlich kann ich hier direkt positionieren, dass sie wirklich hier reinlaufen. Hier oben geht's nicht so gut rum. Auf jeden Fall wartest du erstmal ab. Da kommt halt einer mit einem Dolch angelaufen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist hoffentlich genau die Stelle, wo es eng wird für euch. Du wartest mal ab. So, ich glaube, du kannst nämlich hier ransteppen jetzt. Eins, zwei, drei. Ja, ich hätte sogar noch einen nach unten steppen können hier. Kann ich schon hier reinsteppen und Hit landen. Ja, geil. So, und du steppst da rein. Und haust den gleichen Dude. So, und du steppst da rein. Wir warten einfach nochmal. Du gehst da rein, oder wir müssen dich halt fixen. Eine gute, bis jetzt ein guter Schnitt. 80, 80. Jawohl. Erster Freund ist dead. Nicht eine gute Option. Vielleicht mit dem eins nach unten gehen sollen. Lieber, glaube ich. Eine gebrochene Hand. Da kann ich reinlaufen, sehr gut. Und euch hier oben muss ich jetzt ein bisschen aufhalten. Jetzt hier hinlaufen, wenn ich eine Spear Wall mache.
Deswegen werde ich, glaube ich, hier hingehen. Und dich einfach mal anfangen zu pieksen. Mit Jawn. Ja, komm rein. Wow. Oh, jetzt kann ich dir nicht mehr reinsteppen. Jetzt muss ich den ja töten. Jetzt muss ich da leider dich töten eigentlich. Ich kann auch einfach dich töten. Um die Resolve zu reduzieren von allen anderen. Dann mal dich und dann haben wir hier noch ein bisschen die Rüstung weg. Mit dem wollen wir auf jeden Fall einen Kopftreffer machen. Ach, Manno. Okay, ihr seid im Runnen. Dann kann ich ja reinsteppen, damit der nicht wegkommt. Einfach so. Ah, der ist direkt gestorben. Oh. Oh. Oh, Sacred hier. So. Mach einfach mal direkt in den Mund. Ist dann wohl tot. Hoppala. Arschkeks, dass du es überlebst. Okay. Ich sehe hier eine Problematik. Jetzt haben wir alle. Hallo. Einfach nur, weil ich es kann, Step mache ich jetzt hier. Stabby Step. Einfach nur, weil ich es kann. Step, 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 that motherfucker. Verdammt. Das ist doch die Rüstung. Nee, nee. Machen wir noch weiter. Einfach nur, weil wir können. Und da unten ist noch ein Platz. Nice. Jawn ist Level Up. Ja, wir kriegen hier ein bisschen Basic Stuff. Aber cool. Müssen bloß aufpassen, dass wir dem Necromancer nicht in die Arme laufen. Laufen wir lieber ganz weit außen, weil der war hier irgendwo am Rumlaufen. Damit haben wir das erledigt, was wir eigentlich erledigen sollten. Dankeschön. Bin nicht ganz klar, warum ihr davon terrified wart, aber ihr wart wohl davon terrified. Jawn Level Up. Ja. Ein bisschen mehr, also so auf die 60 würde ich schon gern kommen. Wenn ich den irgendwann mal als Backliner bauen will, will ich hier Resolve mehr gehen. Wahrscheinlich schon, oder? Uff. Was hat denn der an Perks gekriegt bis jetzt? Pathfinder? Warum habe ich den direkt Pathfinder als erstes gegeben? Fuck. Ich wollte ihn doch niemals als Rangy bauen mit 26. Das ist doch absoluter Quatsch. Das ist doch mein zukünftiger Bannerträger, würde ich sagen. Würde ich jedenfalls sagen, das. Dann brauche aber eigentlich keinen Fatigue. Das brauche dann aber schon. Und das wahrscheinlich dann auch, damit er hinten nicht abgeworfen wird. Aber Kolossus habe ich, glaube ich, dem auch gegeben. Sacred, ja. Warum habe ich ihm keinen Kolossus gegeben? Ist doch einfach nur gut, wenn der ein bisschen, wenn der gut HP hat, wird das überlebt. Weil der hat jetzt schon mehr Resolve als Sacred. Ich würde sagen, fast ihr tauscht. Nur Sacred hittet halt besser damit. Warum habe ich jetzt ein Fiepen auf dem Ohr? Also irgendwie habe ich jetzt ein Fiepen auf dem Ohr und keine Musik mehr. Oder ich habe einen Tinnitus bekommen. Jetzt gerade während des Streams. Das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich sehr doof. Wäre nicht so happy für mich. No happy go lucky.
Reach advantage. Learn how to use superior reach for large weapons to keep the enemy from getting close enough to land a good hit. Each hit with a two-hand melee weapon adds a stack of reach advantage that increases your melee defense by 5, up to a maximum of 5 stacks until this character's next turn. A single attack hitting multiple targets can add several stacks at once. Ah. Overwhelm. Every attack, hit or miss against an opponent that acts after you in the current round, you inflict the overwhelm status effect, which lowers both melee skill and ranged skill by 10% for one round. Lone Wolf, focus alone, 3 tiles, 50% bonus. Footwork, unlocks the footwork skill, which allows you to leave a zone of control without triggering free attacks by using skillful footwork. Aha. Hm. Weiß nicht, wo man das wirklich benutzen will. So, jetzt haben wir hier noch den anderen Contract. Der Watchtower, den wir finden sollen, den ich irgendwie nicht so einsehe, ehrlich gesagt. So, sind zumindest mal die Launen wieder ein bisschen besser hier. Weil hier ständig jemand stirbt. Wollen wir irgendwas davon reparieren? Dich sollte man reparieren, glaube ich. Scamax. Und wir hatten hier noch ein bisschen Bad Daggery unterwegs. Wollen wir, glaube ich, nicht wirklich reparieren. Boah, dich auch nicht. Der Markt hat nicht offen. Von daher, damit wir die Zeit nicht verschwenden. A long way to the east. Jetzt haben wir, okay, jetzt probiere ich das mal, ja. Toppled Watchtower, long way to the east. Das heißt für mich irgendwo da. Gehen wir mal nach Sandstadt. Weil Parchheim ist halt da, ne, also. Hier oben drin würde ich sagen eigentlich. Da, ich glaube, hier haben wir schon mal irgendwas gefunden, finden sollen. Also, vielleicht blöd ist für mich. Oh, hier, du wirst halt nie wirklich günstig. Das ist echt bitter. Long way to the east around Parchheim, wäre eigentlich südlicher von uns. Gehen wir mal nach Parchheim runter. Zweifel nehmen wir auf dem Rückweg von Bergau wieder Salz mit. All this running about the land has increased the stamina of the man. Sono gains plus one maximum fatigue, one runs in place, holding a finger to his neck. He remarks that his heart rate isn't going up at all. Another brother remarks that the guy doesn't even know how to count. The running man pauses. Oh, that's right. Ah, sehr gut. Oh, Hyenas. 3 Stück. Ich glaube, das wäre aber okay für uns. Können wir, glaube ich, sogar jagen. Hier geblieben, ihr Hyänen! Engage! Kommen die bis zu uns ran schon? Rennen die einfach direkt weg? Wo rennen die denn hin? Fuck! Okay. Wo rennt ihr denn hin? Schade. Okay, aber du kommst hier hoch. Bin ich irritiert. Und hier kann ich ihn aber angreifen. Aber ich will eigentlich nicht den Range-Vorteil ihm geben. Und dann würde ich, glaube ich, dahin gehen und mit meinen Leuten mich entsprechend zurückziehen. Okay, ich verstehe nicht, wo die beiden hinwollen. Ehrlich gesagt. Das haben sie sich übelst aufgeteilt. Nicer Hit.
Die kommen echt weit. Schade. Kein Stun für 67. Er räumt 99 und 84. Alter. X. Nice. Gebrochene Rippe. Vor allen Dingen aushalten. Okay, die rennt schon. X, P, X, P, X. Ja, ich habe nämlich schon gedacht, dass die das will. Scheiß Viech. Und die erstmal tot pieksen hier. Triple Attacks, ey. Sehr schön. Sehr schön, Ricky. Gut gemacht. Und ein Stun. Ja, geil, Sono. So will ich das sehen. Nice one. Wow. Dann macht halt Sacred das Ding fertig. Geil. Hyänenpelz. The Saliva of the Wild Desert Hyena is prized by 1000 Alchemists for its unique properties. Okay, das ist auf jeden Fall relativ viel worth gewesen. Dafür, dass wir eigentlich nur hier rumjuckeln sollen, sowieso. Waving his hands, rather friendly, a man approaches. You respond by unsheathing your sword halfway. He laughs. So many are interested in the toppled watchtower, so I can't fault you for being so defensive. Look, I tell you exactly where it's at, just far to the northwest of here in the steppe. He heads off, cracking with laughter. I don't know if I've done good or ill, and that's just the sort of fun I like. Aha. The northwest in the steppe. Aha. Sagt er. Far in the northwest in the steppe. Oh. Hier oben war ich doch. Ihr verarscht mich. Ich meine, ich würde einen Watchtower am Berg bauen. Ich fühle mich übel verarscht. Er hat hier gesagt, im Nordwesten. Aber ich will doch nicht mitten in die Berge rein. Wollte mich jetzt komplett rollen. Yeah, hey there, you're going searching for the toppled watchtower, are you? Here, I'll tell you what, hand me 30 crowns, I'll exactly where it is. Come after me with the swords, and I'll be gone quicker, okay. Fine, here's the crown, speak. Ich hab's nicht gelesen. No! Ich dachte, ich krieg's aber angezeigt, wenn er sagt mir genau, wo es ist. Ich muss meinen eigenen Stream klippen. Dafür hab ich's doch. Ich brauch mal kurz hier. Da, mein Kanal. Clip. Komm schon, Twitch. Danke. Ich hab's nicht gelesen. Wir verschieben uns noch schön nach vorne. Ja, okay, ich bin da, wo ich das hab. You accept the man's offer and he dishes out the details as promised. You see, it's there, of course, in the steppe somewhere to the north of where we are now. Easy. Okay. Und das war... Das war hier. Also muss es hier doch oben sein oder sowas. Alter, what the fuck? Dann geht Parcham aber wirklich bis hier hin. In des Steps. Noch weiter nördlich?
Alter, es ist so viel wasted Zeit. Ich mach das nie wieder, die Scheiße in Parchheim. Guten, die wunderschönen. Guten Tag. Das ist doch lächerlich! Parchheim ist hier! Als ob hier oben noch Parchheim ist! Aha! Das geht hier kurz zu erklären. Ich habe gerade einen Auftrag von der Stadt gemacht, dass ich in Parchheim den Toppled Watchtower suchen soll. Also im Osten von der Stadt, so in der Nähe von Parchheim, soll ich einen Toppled Watchtower suchen. Am Arsch! Ah, ich hole mir jetzt kurz was zu trinken auf den Scheiß. Das einzige Gute daran ist, erstens haben wir Hyänen geschlachtet. Und das zweite ist, dass wir jetzt wissen, wenn Sand steht und sagt, hey, im Nordosten von uns, such mal was, dann ist das hier. Weil da ist das Nächste. Hallo Feuerwind. Ja, das wusste ich sogar schon. Aber wenn hier unten in der Steppe Parchheim steht, gehe ich nicht davon aus, dass dieser Gebirgszug Parchheim nicht irgendwie abgrenzt. Also ich hätte schon hier in dem ganzen Gebiet gesucht, aber ich hätte halt... Was ist denn das eigentlich, was ich da gefunden habe? Hillpeople-Turm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass halt dass das nicht trennt und hier nach oben weitergeht und hier steht schon der nächste Name und das hier immer noch als Parchheim zählt. Mir geht es schon nicht darum, dass es nicht genau hier ist. Geht links über Berge und Sandstadt weiter. Achso, du meinst hier rum? Aber hier ist schon Fairdale. Ja. Also da... Da wären bessere Locations gewesen, ja? Also mit Fairdale, das wäre deutlich näher dran gewesen. Aber ja, es ist wahrscheinlich Parchheim in die Steppe gemeint. Das ist aber Spielmechanik. Das ist tatsächlich nicht so, wie ich im realen Leben die Position beschreiben würde. Ja, das ist schön, aber das ist dann trotzdem kein cooler Text. Also das hilft einem realen Menschen ja nicht weiter. Auch wenn du versuchst, gerade das Spiel zu verteidigen. Ich mag das Spiel, aber ich finde, man darf das trotzdem kritisieren. Nein, nein! Mir wurde nicht gesagt, in der Steppe von Parchheim, mir wurde gesagt, somewhere around Parchheim. Also, dass Parchheim eine Stätte, ich wusste nicht mal, dass es Steppe und Grün, dass das Ausschlaggebende ist. Für mich ist es halt, okay, Parchheim ist hier. Das ist alles das Gebiet bis zu den nächsten Bergen. So würde man ja natürlich abgrenzen und irgendwie bei Bergau wäre dann langsam auch wieder Schluss, weil Bergau ist eine Stadt und da ist halt Bergau. Es ist halt unnatürlich, die Beschreibung. Also im echten Leben würde ich niemanden das finden lassen, so. Also erwarten, dass er das findet da oben. Hat mich halt jetzt irgendwie dadurch 4 Tage gekostet. Natürlich ist es einfach, wenn man das weiß, dass das Spiel das so beschreibt. Aber ja. Es ist halt mit Geld und... Ey, nein, gib doch ab! Och. Jetzt ist es wieder Nacht und ich krieg nichts zu essen. No. Okay, das ist ein Karawanen-Contract. Das geht tatsächlich. 20, 7 pro Kopf. 400, wenn der Job ist, dann Westernholz to the Northeast. Ich habe verstanden, dass Parchheim nicht da ist, wo die Steppe ist. Wo der Schriftzug ist. Schwarzwald ist aber auch nicht der. Erstens ist es nicht der ganze Wald und zweitens ist das auch ein kohärenter Wald. Das ist. Ne, auch wenn er ein bisschen langgezogen ist, das ist ein kohärenter Wald. Hier gehen mittendurch durch eine Steppe Bergzüge und es trennt sie nicht ab. Während eine Stadt deutlich näher zwischendurch dran ist. Also. Es ist schön, dass du das Spiel verteidigst, aber es ist unrealistisch. Das hier ist für mich alles Gebiet von Bergau. Wenn mir hier gesagt wird, hey, im Osten, irgendwo im Gebiet von Parchheim, find da mal was, dann suche ich nicht da oben. Dann bräuchte es halt noch ein Gebiet um die Städte. Dann müsste es hier noch ein Gebiet Bergau geben. Die hätten mir eher sagen können, hey, im Osten, irgendwo um Sandstadt rum, das wäre besser gewesen. Und so hätte man es auch beschrieben. In einem natürlichen Kontext. Wie gesagt, das ist das Spiel, Spielmechanik, die machen es halt mit diesen Gebieten. Die machen halt niemals die Städte, das verstehe ich schon. Ich sag nur, es ist unnatürlich. Jetzt weiß ich, wie das Spiel funktioniert und jetzt weiß ich auch, dass Parchheim hier ein riesiges Ding ist und dass es anscheinend sich mehr nach diesem Bodentexturen orientiert, als ich es dachte.
Aber, ja. Also das, dein Beispiel mit dem Schwarzwald ist so ungefähr, wenn ich sagen würde, hey, such das Hotel im Schwarzwald und es ist aber in Baden-Baden. Baden-Baden ist 20 Kilometer weit weg vom Schwarzwald. Aber es ist in der Nähe vom Schwarzwald, ja, also man sieht den noch. Ist halt Quatsch. Würdest du nie finden. So, wollen wir nach Norden, nach Westerholz. Für 400 Kronen. Westerholz ist da. Ich würde eigentlich ganz gerne vorher hier unten noch Salz holen. Oder gucken, ob Salz wieder da ist. Ich weiß nicht genau, wie schnell sich das recovert, aber durch die ganze Zeit, die wir jetzt verschwendet haben, da unten rumzulungern, müsste eigentlich doch Salz wieder da sein. Da wäre es ein easy win. Weil hier haben wir, glaube ich, das Gleiche. Follow the Tracks. Ach nee, das ist genau, Follow the Tracks. Das ist sogar ziemlich schwierig. Weil ich mich da schon prepared bin. Was ist das? Wo geht's hier hin? Karawane. Okay. Hilsmoos. Das geht auch nach Norden. Das geht dahin. Ja, schade. Nochmal drei Hyänen. Das sehe ich mich eigentlich. Hyänen, kommt her. Let's go. Ich glaube, Hyänen im Gebiet jagen ist aber schwierig. Die rennen dir doch. Ah, ne, die rennen mir nicht weg. Okay. Ich sehe eine Problematik. Die ist nämlich schon so weit oben. Vielleicht die Hyänen jetzt kein Hated, also kein Höhenvorteil geben. Ja, dass die hier steht, ist schon ein Problem. Also, jetzt würde es gerne hier eine Spearwall machen und dann einfach Peak schießen. Das heißt aber, du müsstest irgendwann mal hier hinkommen. Wahrscheinlich ist es. Oh. Du hast keinen. Ja, Spearwall kriege ich nicht hin, die sind vorher da. Also muss ich das machen und schützen. Wir haben jetzt halt wirklich den. Dann hier Spear One. So, damit können wir dann schießen. Schade. Schade, Ben. Der hätte treffen dürfen. Den habe ich hier echt blöd hingestellt. Ja, bleib erstmal da stehen. Da ist noch nichts. Jawohl. So will ich das sehen. X, das ist sehr schön, da hat einer sein Ding verschwendet. Wo war das nochmal? Weil wir wollen mit dir jetzt hier hingehen. Ne, hier hin, weil du kannst dahin, glaube ich, laufen und noch was tun. Yes. Schade. Du sollst eigentlich hier versuchen ranzusteppen, deswegen schütze dich einfach nur. Schade. Spearwall. Okay, er geht da runter. Ey! Ey! So war nicht gewettet worden hier. 69, 79. Okay. Ich glaube, bis jetzt hat nur mein Range-Dude getroffen, ne? Ich kann dreimal, ne? Das ist echt übel. Das finde ich gut. Tschüss. Ja, so will ich das sehen. Und du bist gestunt, sehr gut. Bist du nicht mehr dran. Können wir jetzt auch hier hingehen. Nice. Nix. Er rollt 91. Aber 95er trifft dann. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, Hyänenjagen funktioniert sehr, sehr gut gerade. Irgendso noch ein bisschen Fleisch.
The recent meat of indefinite origin eating this may seem risky, but is preferable to starving. Kann ich das? Boah. Wenn ich das jetzt, kann ich das irgendwie deaktivieren, dass man das nicht benutzt? Ne, es benutzen die automatisch, ne? Ich habe nicht mehr allzu viel, die werden es also ziemlich bald essen. Ich wollte nach Berger runter, ne? War nicht ganz so smart. Guten Appetit, Xedia. Ich bin heute aber auch verwirrt. Hier hätte ich wieder Holz mitbringen können nach Bergau. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das hier, ja, das will ich weghaben, weil ich weiß nicht, was das genau bedeutet, wenn das risky ist. 11 Tage, 8 Tage. Ja. Es ist unter Wert, verkaufen die das hier. What the heck? So. Will ich noch irgendwas reparieren? Nee, ne? Meine ganzen wichtigen Sachen habe ich repariert. Okay, das heißt. Aha, fuck, ihr habt aber noch keinen. No, aber was habt ihr hier denn? Eine Karawane, okay. 180, 700, das hört sich nicht ganz gut an. To Westerholz, ja, nehmen wir den an, es gibt sogar mehr Kohle. So, und dann haben wir hier einen Miner. Die Miner haben sogar gar nicht so einen schlechten Melee-Skill. Miner will be used physical labor, but breathing in the dusty air of the mines may have taken a toll on his health over the years. Was ist, die haben einen schlechten 50 bis 60? Die haben gar keinen 60 bis 70, die haben eigentlich gar nicht so einen schlechten AP-Dings. Aber ich glaube, wir haben erstmal genug Leute, die wir einfach leveln müssen. Deswegen, let's go. Dass wir halt die Trading Goods jetzt nicht mitnehmen können, ist echt ein bisschen doof. Ben Wagon was schon, it broke shit. 7 Tools and Supplies, geil. Goil, goil, goil. So, meine Leute sind komplett recovered. Wir fahren jetzt einmal komplett nach Norden. Ich glaube, inzwischen mag uns Westerholz mehr als die, wo ich mich eigentlich einschleimen wollte, witzigerweise. Aber zu denen immer die Sachen hinbringen. Brigands. Wir können eh nicht ausweichen. A few Brigand Poachers, some Brigand Thugs. Was die Poachers haben, ist doof. Boah. Sogar 3 Stück direkt. Da müssen wir aggressiv spielen, sonst snipen die uns wahrscheinlich die Hütte weg. Okay, du solltest aber noch nichts tun. Du solltest auch noch nichts tun. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich durch die Frontline von denen durchackern, würde ich mal sagen. Könnt ihr jetzt natürlich hier hingehen. Aber eigentlich will ich, glaube ich, hier unten anfangen. Mit der Kacke da. Ja, ich kann halt da hingehen. Brauche ich aber auch 2. Du wartest nochmal eine Runde ab. Aber du gehst jetzt damit ran und du stichst ihn erstmal. Und hier nämlich mit rangehen können. Und schön mit reinsnipen. Sehr schön, der ist schon mal runtergekommen. Und. Ach komm! Wieder um 1 drüber gerollt. Ach scheiße. Oh, das ist bitter. Das gefällt mir gar nicht. Wir halten dich mal hier oben auf. Oh, nice. Ja, dann wollen wir wahrscheinlich hier ran, ne? An den. Jawohl, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Auf mich zu pieksen.
Ach, hier geht wieder auf der Esel, ne? Der Arschgeigen. So. Jetzt müssen wir mal hier hinten, oder? Wir müssen hier unten, glaube ich, hin. Zum Helfen. Hm, 79, 79. X. Geh mal da runter. Und du bleibst mal hier. Bin ich dagegen, dass du hier an mir vorbeiläufst. Kopf. Jawohl. Jawollo. Dann laufen wir hier einfach rein. Let's go. Oh, der hat jetzt keine Deckung mehr. Der hat jetzt keine Deckung mehr. 84, 78. Fuck. Ich glaube, der dickere Crossbow macht sich schon bemerkbar hier. Würde ich so sagen. Falsche Taste auch. Zack. Den, ja, der rennt. Die rennen alle. Okay, die rennen alle. Das ist gut. Das ist gut. Dann rennen wir auch mal hier rein. Hallo. Kann ich hier hingehen? Hinter euch. Nö, mach ich auch nicht. Mach ich auch nicht. War nicht der Plan. Ich umstell sie jetzt. Weil wenn sie weglaufen, dann kann man sie einfach noch ein bisschen... Versuchen sie nämlich rauszulaufen, dann kriegst du Free Hits. Ja, ja, lauft ruhig. Versucht das ruhig. Nee, nee, ich will die haben. Das ist schon hier, das ist meine XP, seid ihr verrückt hier. Zack. 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 Jawohl. Ja, und gibt ein bisschen Kram. Und verkaufen wir irgendwann mal. Sehr schön, aber dafür kriegen wir jetzt... Ach nee, wir kriegen doch nicht pro Kopf. Dammit! Das ist ja gar keine, das war nicht die Pro-Kopf-Mission. Beim anderen hätten wir nur 7 Kronen pro Kopf gekriegt, die wir platt machen. Aber hier ja gar nicht. Hier kriegt man einfach 180 so und 700 oben drauf. Aber ich glaube, das sind wir trotzdem insgesamt bei mehr Kohle. Dass wir die 20 mal 7 aufgefüllt hätten, wäre es ja nur 140 gewesen. Kann ich rechnen? Ja, doch 140 gewesen. Von daher war das schon die bessere Variante. Und normalerweise hast du nur einen Kampf auf solchen Missionen. Bester Holz ist now well supplied. So. Taxi der Mist. Wardog Armor. Machst du aus einem Hyena Fur. Aha, Paint Remover. Nee, Paint Remover. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier gibt's. Oh, hier gibt's Billigholz. Hier gibt's Billigholz, aber hier sind die Preise. Sonst sind es absolut Katastrophe. Das Holz nehmen wir mal mit. Wir haben für 4 Tage. Das muss eigentlich eine Weile reichen. Einzige, was ich mir mitnehmen könnte, wäre noch ein bisschen Mehl. Wie man sieht, habe ich hier vielleicht auch schon mal ab und zu was verkauft von meinem Shit. Inzwischen haben die noch ein... Nee, das Septum bleibt die ganze Zeit da und die Woodcutter's Eggs auch. Was ist euer Auftrag? Payment, 82 Crown and the contract is done. We need to be paid more for this. Hunt down Webknechts in the wood. Das ist meistens ganz okay bei der Menge, die wir haben. An Leuten. Wo sind die Webknechts? Da sind die Webknechts. Webknechts. Was? Wie endet denn hier die Sache direkt wieder? So. Oh, hier sind wir langgelaufen. Ja, okay. Hier gibt's ein paar Spuren. Da sind sie. 6 Stück. Guck mal her.
Nest ist ein Easy Spot. Okay, das ist ein Nest. Das heißt, die spawnen nach tatsächlich. And the post tree unfolds entirely, even wooden stalk but a spider leg. This lady's handing. Okay, wir werden, glaube ich, umringt. Yes, wir sind umringt. Ich glaube, sie haben. Ja, sie haben hier. Was? Ist das Moos oder sind das Eier da drüben? Was ist das denn hier? Boulder. Okay, das ist Moos. 54. Batz. Ich würde aber hier trotzdem noch einen Schritt zurückgehen wollen. Oh, das darf ich nicht. Es braucht. In Forest braucht es schon 3 AP. Oh, das ist natürlich bitter. Jawohl. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Gehe ich hier noch ran? Kann ich nicht mehr attacken. Und weg! Ach, Ricky. Okay, es waren 45. Waren denn 45er Rolls? What? Hatte ich auf mehr gehofft. Was? Oh, ich komme nicht zurück. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Oh, schade. Nicht einspinnen. Ihr spinnt doch. Ach, ihr spinnt doch wirklich. Du hilfst mal dem. Hä? Ich wollte auf den schießen. Ach, komm schon. 69. Ich könnte auch auf den. 79. Ich muss mich selbst verteidigen hier so ein bisschen. Ich habe jetzt, glaube ich, keine gute Hit. Doch, habe noch Hit-Chance. Batz. Batz. Beide gestunt. Perfekt. Dann kann ich hier rumgehen. Ah, ich habe keine AP mehr. Ey. Das ist doch... Das ist ja Shit. Hm. Will ich ganz da helfen, aber ich habe, glaube ich, keinen Switcheroo aktuell. Komm schon. Jawohl. Wenigstens einen abgestochen. Es sind noch 7 gegen 7. Aua. Ohne Einspinnen einfach gebissen. Das ist ja übel mies. Okay. Ja! Wir wollen nicht so uns erst dran sein. Man weiß ja nie. Hilf mal. Wir können immer noch pieksen. Nice. Das war eine gute Runde. So, sehr schön. Den platt gemacht. Werden wir wahrscheinlich zurücklaufen müssen. Wie viel hat Xander an Skill? Du bist eigentlich ganz gut, ne? Jean ist der, glaube ich, der nicht ganz so gut ist. Ja, Jean wird dann befreien. Der ist als nächstes dran, deswegen greifst du an. Und zickst sie weg. Komm schon. Ach, so noch nicht befreit. Das ist schlecht. Schade. Aber knapp drüber gerollt. Sonus ist aber egal, dass er eingesponnen ist. Moment. Minus 50% Damage, minus 50 Defense, minus 50. Okay. Das schleppt die aber trotzdem kaputt. Ist ihm einfach komplett egal. Schade. Ich dachte, da kann ich schnell noch killen, bevor der dran ist. Aber jetzt ist er, glaube ich, dran. Ja. Weiß noch mal meinen guten. Oh, jetzt hat er eingesponnen. Das ist okay. Da sind weniger Leute dran, deswegen greife ich jetzt den an, weil der damit mehr im Weg steht. Nicht den Kopf treffen eigentlich, weil der hat noch Kopfarmor. So, befrei mal Sono. Jawohl. Sono ist befreit. X, X, yes, wir sind confident. We are confident and we have 3 more enemies to go. Schade. Nicht befreit. So, nur geht man da unten in die Richtung.
Hey, der rennt! Was ne Sau! Weil es sind noch drei. Ich habe nur einen noch gesehen. Waffenwechsel. Nachladen. Fertig. Befreien. Okay. Ich hab jetzt alle rennt. War das mal? War das mal? Okay, ich glaube, die laufen weg. Vom Gefühl nur von mir. Oh, da sind die Eier, die müssen wir platt machen. Aha. Na gut, wir können einfach sagen, it's over. Noch ein bisschen Loot. So. Speeded your whole godforsaken place burned and ready to return to the merchant. Tiny spiderlings come running out with their bodies aflame like fireflies in the night. A few cells will take up an impromptu game of seeing who can squash the most, an affair which ends with a particularly ambitious spiderling almost setting a mercenary pants alight. nice stories. Da wurde jemand fast angezündet von unseren Leuten.